Ich komme von der Schause. Der Sovi-Stammtisch. Heute das Problem mit der Beratung, die Beleidigung des Individuums und was Begriffe bedeuten. Dessen, dass ich gerade selbst in der Beratung tätig bin, beschäftige ich mich natürlich mit entsprechender Literatur und auch entsprechender soziologischer Literatur. Und da habe ich jetzt in jüngerer Zeit eben so ein Band mit dem Titel Habitussensibilität gehabt. Und das ist ein Sammelband und da geht es schwerpunktmäßig darum, die Sozialität in die Beratungsberufe, in die Pädagogik reinzubekommen. So. Und die Habitussensibilität oder Habitushermeneutik ist sozusagen ein Konzept, ein Mittel, mit dem man das schaffen kann, so in diesem Band. Und jetzt fällt mir eben auch nicht, erst seitdem ich selbst in der Beratung tätig bin, immer wieder auch auf, dass typischerweise Beratungsangebote, therapeutische Angebote sehr stark psychologisiert sind. Und eben das Soziale eben tatsächlich total vernachlässigen. Häufig habe ich eben den Eindruck, die Menschen, die diese Beratung durchführen, die diese Angebote leiten, sind sozial fast blind und eben schaffen das nicht, die Sozialität damit reinzunehmen. Das ist zum einen, wenn man dann entsprechende Werbung sieht, dann ist vom Wording her das Ganze eben, das sind psychologische Begriffe und Konzepte, die dann eben auch schon erahnen lassen, was der Ansatz ist in der Beratung oder was theoretisch gefasst wird. Und dann sind es eben Erfahrungen, die ich vielleicht auch selbst gemacht habe oder eben im Austausch mit anderen Beratenden. Und ich würde gleich gerne jetzt zwei Fragen stellen. Und zwar, was heißt psychologisierte Beratung? Und inwiefern fehlt, wenn meine Beratung psychologisiert, inwiefern fehlt da das Soziale? Also irgendwie, du sprachst jetzt davon, von der Werbung, die machen, so, ne, ob das jetzt eine Frage ist der Ansprache oder ob das Soziale fehlt jetzt in der Beratung selber und also mir ist das im Moment nicht ganz klar. Ja, also es sind ja letztendlich unterschiedliche Ebenen und das wirkt sich auf allen Ebenen aus. So, zwei habe ich eben genannt, in der Beratung selbst, aber auch in der Ansprache so. Ich konkretisiere das mal an beiden Beispielen. Also vielleicht als Hintergrundfolie, diese Beratungsangebote jetzt mal im hochschulischen Kontext schießen wie Pilze aus dem Boden, verbreitern sich und Hauptargument ist immer zunehmende Heterogenität unter den Studierenden. Ja. So. Und mit dieser zunehmenden Heterogenität, das ist ja erstmal sehr wertneutral gefasst, so. Manche probieren es dann in Diversität und alles ist doch super und so, weil jetzt bunt. Und dann hat man aber nicht mehr den Blick auf die Probleme. Und wenn man es mal auf Probleme scharf stellen möchte und theoretisch untermauern, dann müsste man weg von Heterogenität, dann kann man zum Beispiel auf soziale Ungleichheiten auch mal schauen, die sich oder auf Neues, auf eine andere Zusammensetzung. Aber das nur als Hintergrundfolie jetzt zu deinen zwei Punkten. Ja, mir ist nur gerade ein Gedanke dabei gekommen, als du mit Heterogenität von Heterogenität gesprochen hast. Und zwar, wenn als Begründung für Beratungsangebote genannt wird, es gäbe an Hochschulen mehr Heterogenität, Diversität, wie man es auch mal nennen möchte, dann kann man sich immer fragen, wieso ist das ein Grund für Beratung? Also das heißt doch praktisch, dass man sagt, okay, wir sind hier in der Hochschule, wir haben halt sehr, unsere Maßstäbe sind halt entspringen halt einer sehr homogenen Vorstellung, was Bildung ist und so weiter und wie unsere Bewertungswege sind sehr homogen. Deswegen haben wir jetzt ein heterogenes Umfeld, verschiedene Gruppen. Und wenn wir eine homogene Gruppe hätten, nämlich die der Akademiker aus Akademikerfamilien, dann bräuchten wir es nicht. Aber wir haben jetzt heterogen und die müssen wir jetzt mal langsam dazu bringen, dass sie eine homogene Gruppe bilden. Das ist ja im Grunde genau die Ironie im Grunde an dem, was Dominik vorgestellt hat, dass ja genau diese Heterogenität, die zur Rechtfertigung dieser psychologischen Beratungsangebote herhalten muss, eben nicht psychologisch ist, sondern sozial.
Ja. Und ich würde aber trotzdem so ein bisschen bei der Problematisierung, also das für problematisch zu halten, dass das psychologischen Ansatz, stärker psychologischer Ansatz hat, vielleicht dir tendenziell etwas anders argumentieren. Und dir recht geben, dass natürlich, wie wir gerade gesprochen haben, die Heterogenitäten der sozialen Herkunft zum Beispiel, dass das erstmal für Schwierigkeiten sorgt. Dass das Probleme schafft, die man vielleicht nicht hat, wenn, was du gerade sagtest, Thomas, man irgendwann so eine vorgeprimte Gruppe, eine schon entsprechend sozialisierte Gruppe, passend sozialisierte Gruppe hat. Das sorgt für Schwierigkeiten. Die Frage ist jetzt aber natürlich, auf welcher Ebene kann ich als Hochschule ansetzen, diese Schwierigkeiten zu lösen? Weil das ist ja das Ziel einer Beratung, zu sagen, okay, ich will diese Schwierigkeiten irgendwie auflösen. Ich gebe dir recht zu sagen, die Ursachen für diese Schwierigkeiten liegen im Sozialen. Die Frage ist, lässt sich das auch vor allem der Hochschule auf der sozialen Ebene lösen? Oder muss die Hochschule nicht eigentlich dann sagen, wenn ich eine individuelle Beratung habe, jemand sitzt individuell vor mir, dann kann ich auch in erster Linie mit dem individuell arbeiten und dem ein bisschen sozusagen diese Sozialisation angedeihen lassen, die passende Sozialisation angedeihen lassen, die er aktuell noch nicht hat. Ja, ja. Ist da die psychologische Perspektive grundsätzlich falsch? Oder wo siehst du da noch mehr Sozialität? Okay, also ich würde auch sagen, das ist definitiv ein Ansatz, den man verfolgen kann, diesen beraterischen Ansatz. Und die Frage ist dann für mich sozusagen, wie, mit welcher theoretischen okay. Brille führe ich die Beratung durch? So. Und wenn das Ganze eben aus dem Sozialen kommt, so, ich glaube, das schließt ja nicht aus, dass man nicht auch mit beraterischem Ansatz was da machen kann. Nur ist es eben wichtig, Wissen darüber zu haben, wie sowas sozial zustande kommt und was eben sozial auch dahinter steckt, um dann eben auch anders kommunizieren und damit umgehen zu können. Okay. Und dafür hat ja die Psychologie erstmal gar nicht die passende Brille. Mhm. So, das kann dann sozusagen, wenn es um einzelne Übungen oder sowas geht, kann man schauen, dass man sich da dem Psychologischen bedient, dass man sich psychologischer Instrumente bedient. So, aber wenn es sozusagen eher auf sozusagen so eine soziale Beratung zielt, bräuchte es dann eben auch jemand, der mit passenden sozialen Theorien arbeitet. Aber wie kann so eine, was hältst du für das Ziel von sowas, was du jetzt soziale Beratung nennst? Ja, also, okay, ich sag mal zu zwei Punkten, was vielleicht erstmal einfacher ist, also zu zwei Ebenen, so die Außenkommunikation und Ansprache. Wenn man jetzt also das ist ein leichterer Punkt, wenn man sozusagen probiert zu werben oder, sag ich mal, aufmerksam zu machen für dieses Angebot, dann ist es wichtig, sozusagen so eine Zielgruppenanalyse zu haben oder halt also Zielgruppen zu differenzieren und die entsprechend spezifisch anzusprechen, mit auch passendem. Und hier diese, also Aushänge, wenn man das eben, wie man die sieht, die dann mit so einem psychologischen Wording sind, da weiß man, okay, das spricht so ein bestimmtes Mittelschichtsmilieu an, die sehr auf Beratung und Therapie gerade abfahren, so, ne? Tut es das wirklich? Es gibt zumindest Thesen von die Beratungsgesellschaft und ja, und das ist schon so. Also es gibt in Sachen Beratung, ob jetzt Gesundheitsberatung oder anderes, es sind bestimmte Mittelschichtsmilieus vor allem, die es überproportional nehmen. So, es sind vor allen Dingen die, so im Sinne von Bourdieu jetzt, die sozusagen sich etwas mehr an den kulturellen Kapital, an den intellektuellen orientieren, als jetzt an den Sitzbürgertum. Und die eben sozusagen da mit so einer Bildungsbeflissenheit, Bourdieu das, ne, probieren, so wie die zu werden. Und die sozusagen ändern dann halt immer ihre Bildungsregeln, dass die unten auch was zu tun haben. Also man müsste sozusagen zielgruppenadäquate in der Gesundheitsberatung oder halt wo es um Prävention, Gesundheitsförderung geht, da hat man das eben in den 80er, 90er Jahren untersucht und hat jetzt gesagt, okay, wir müssen schauen, dass wir
die Werbung so gestalten, dass wir auch mal Männer ansprechen, dass wir eben auch mal Arbeiterklassen ansprechen und eben nicht nur immer dieses spezifische Milieu. Also das ist eben ein konkreter Punkt. Ja. Das andere in der Beratung, was deutlich komplexer ist, ich will es mal auf ein was, auf eine Kernthese gerade reduzieren erstmal. Und zwar, also das schreiben einige in diesem Sammelband, in ihren Buchbeiträgen, es kommt da zu so einer symbolischen Gewalthandlung in dieser Beratungssituation und unter anderem kommt die dadurch zustande, dass man zu den eigenen Habitus eben sehr hoch wertet und probiert sie vielleicht noch zu distinguieren sozusagen, und damit den anderen abwertet. Das sind ja immer solche Geschichten so, wo man sagen kann, ja klar, das ist nicht direkt beleidigend und sowas, ne? Ich habe dich nicht direkt gekränkt, aber trotzdem ist es so, dass das so... also bestimmten Gruppen wahrscheinlich eben auch gar nichts bringt, außer dass sie sich einmal sozusagen stark kritisiert oder hinterfragt fühlen oder so oder angegriffen. Und das mag möglicherweise auch der Grund sein, warum die erst gar nicht kommen, weil die genau wissen, was da passiert. So, das kann man, können die antizipieren. Und ich vermute und bei diesem Ansatz der Habitus-Sensibilität geht es eben auch darum, dass man genau das nicht macht, dass man sensibel dafür ist und dass man Verständnis für deren Gewordensein, so wie das sozusagen auch mit den Lebensbedingungen verflochten ist, mit der sozialen Herkunft und eben dann mit einem entsprechenden Respekt dann damit auch umgeht und dann sozusagen denen hilft, wenn sie denn möchten auch, sich da ein Stück weit, also sozusagen umzusozialisieren, was das auch immer ist. So, aber es kommt ja zu einem Bruch. Ist das tatsächlich, also was ich für mich kocht das gerade ein bisschen auf die Frage runter. Nehmen wir mal an, also vereinfacht gesprochen, der Psychologe kann mit Menschen auf allen Ebenen. Der kann sich in Menschen einfühlen, der kann sie verstehen, der ist auch kommunikativ in der Lage, sie zu respektieren, also all diese Dinge. Bringt es dann tatsächlich in der Beratungssituation, bei der Werbungssache, da bin ich bei dir, bringt es in der Beratungssituation einen Mehrwert, wenn der Berater eines hypothetischen Gewordenseins, wie du es nanntest, also quasi imputiert in den Beratenden, du kommst aus der Arbeiterschicht sozusagen, deswegen bist du so und so geworden, und das quasi im vorauseilenden Gehorsam berücksichtigt, wenn er sich doch in der Interaktion mit der Person selbst, was er ja jetzt als Psychologe unterstellt mal kann, dieser Dinge gar nicht gewahr ist. Da würde man ja unterstellen, zuschreiben, dass es eben in dieser Person eine Ebene gibt des sozialen Gewordenseins, dass sie so geworden ist, okay, aber die sich nicht in dem, wie sie sich jetzt gerade nimmt, manifestiert und trotzdem für die Beratung relevant ist. Also ich denke, also der Unterschied ist, von dem, was du jetzt ausgehst, dass sich der Psychologe derart einfinden könnte, das ist genau der Kritikpunkt, wo ich sagen würde, das ist gar nicht so. Das ist sozusagen die falsche Erzählung, die dahinter ist und der falsche Selbstanspruch eben auch oder das falsche Selbstbild. Und man sieht es zum Beispiel daran, ich gehe jetzt mal auf Ebene der Psychotherapie, da wählen die aus, wer passt wie gut zu mir. So, ne? Da ist es sehr weit verbreitet, da kann man dann bis zu 10 Therapeuten aufsuchen, bis du mal jemanden findest, der sagt, naja, mit dir tue ich's. So. Ja. Und das kommt daher, also so ganz grob kommt es daher, die sagen, das muss passen. So. Und mit diesem muss passen, also da steckt das, also sie könnten es professionell. Das hat ja auch was, also diese Habitus-Sensibilität, das ist ja ein Anspruch der Professionalisierung. Man könnte es passender machen, wenn man eben tatsächlich mit der also die Theorien hätte und dann reflexiver damit umgehen könnte und dann nicht einfach diese Antipathien spüren. So. Und ist jetzt auch eine gewagte Hypothese. Ja, gut, aber ich, also die, das will, da, so würde ich das voraussetzen, im Gegensatz zu dem, was du voraussetzt.
Und das Ganze würde dann eben auch die starke Selektion der Inanspruchnahme von dieser Therapie- und Beratungsgeschichte eben erklären, während die sonst eben, so wie von deiner These ausgehend, ja nach Erklärung schreien würde. Erstmal kann ich mir gut vorstellen, halt, das ist eine bestimmte Gruppe als die diese Beratungs. Klar. Das ist so, ich meine, was ja also ist im Moment die große Gruppe der Selbstoptimierer. Das ist ja auch so eine Mittelschicht, ne? Genau. Der Selbstobjektivierung und dann Optimierung. Aber ich möchte nochmal dann auf diesen strukturellen Umstand zurückkommen. Also dass ja die Beratung mehr oder weniger voraussetzt, dass man einen Raum von Homogenität wieder zurückgewinnen möchte. Weil das die Voraussetzung ist, um erfolgreich zu sein und die Maßstäbe halt homogene Maßstäbe sind. Ja. Dann frage ich mich tatsächlich auch wieder. Werbung unbestritten, ich glaube, das können wir jetzt hier im Chor mal nicken. So. Ja. da frage ich mich, du hast von was war das, struktureller Gewalt auch gesprochen, die da passiert. Und ich frage mich, ob man das überhaupt irgendwie rausbekommen ist, weil diese Konstellation, die da vorherrscht, aus Heterogenität, Homogenität, ist ein gewaltsamer Prozess. Und die Abwertung findet immer statt, weil Universität, Hochschule, Fachhochschule hat ja ein gesellschaftliches Prestige. So, das kann man als Person nicht verschwinden lassen. Und wenn man dann in diese Beratungssitzung kommt und man kriegt dann auch von mir aus einfühlsam, man respektiert auch das alles, aber die Quintessenz ist ja immer, du musst anders sein, um hier erfolgreich zu sein. Mhm. Das ist ja eine Abwertung in dem Sinne, weil hier erfolgreich zu sein, heißt in einer hochwertigen Institution erfolgreich zu sein. Ja. Und das, was du bist, entspricht dieser Wertigkeit noch nicht. Deswegen musst du dich ändern, um höherwertiger zu werden. Die Frage ist tatsächlich, ihr beide habt dieses Abwertungskriterium. Ich würde vielleicht erstmal einen neutraleren Begriff wählen, nämlich tatsächlich erstmal eine Distinktion oder einen Gatekeeper-Effekt. Der halt wirklich erstmal sagt, okay, du bist aktuell da draußen. Hm. Das muss kein minderwertiges draußen sein. Das ist erstmal nur ein draußen. Ja. Und du willst irgendwie hier rein. Sei es jetzt, du willst von uns dein Diplom. Ist jetzt in unserem Fall. Aber genauso, du willst hier in diesem Club aufgenommen werden, du willst bei uns in der ersten Mannschaft spielen, was auch immer. Das sind ja ganz, ganz viele unterschiedliche Varianten, wo man das machen kann. Und was dann ja im Grunde ist, ist dieser Berater erstmal ja auf Seiten des Beratenden steht. Wir sind als Berater, jetzt zum Beispiel in unserem Fall, sind wir ja keine Prüfer. Mhm. Das heißt, wir sind nicht diejenigen, die sagen, das reicht nicht. Wie implizieren das ein bisschen? Ich sage nicht, dass wir das nicht reproduzieren. Ja, genau. Wir reproduzieren das natürlich, aber wir reproduzieren das in dem Sinne, als dass wir dazwischen stehen. Als dass wir diejenigen sind, die versuchen, das in alle Richtungen zu übersetzen. Und da eben tatsächlich sagen, okay, da ist die Kriterien, an denen wirst du irgendwann gemessen. Du selbst siehst anscheinend den Bedarf, dich dabei unterstützen zu lassen. Sonst wärst du nicht hier. Hier kommt auch keiner gezwungen rein im Normalfall. Dann gucken wir mal, wie wir dich gemeinsam dorthin kriegen. Also ich finde diesen Antagonismus, wenn man jetzt eine beratende und eine prüfende, also eine beratende Situation hat, anders als wenn man eine prüfende Situation hat. Also ich finde, du hast jetzt halt nochmal eine Ebene reingebracht wieder oder was Zweites, was eigentlich erstmal ausgeklammert war, und zwar dieses, wo ich sagen kann, man kann diesen Beratungsansatz mitfahren, um dieses Problem, was jetzt oder was so problematisiert wird, unterschiedliche Herkunft der Studierenden in einem Ausmaß, wie wir es vorher nicht hatten und so weiter, kann man so angehen, aber ich würde auch sagen, es ist kein Allheilmittel und das hat eben auch viele Nachteile, weil also dieses sozusagen etwas homogener dann wieder zu werden, ne? Mit Sicherheit wird es, wenn Wissenschaft
in dem Sinne, wie wir sie kennen, nicht komplett verschwinden soll, muss da auf der einen Seite eine gehörige Anpassungsleistung derjenigen passieren, die da eben weit davon weg sind, ja, und jetzt hier die Chance haben, dazu zu gehören. Aber es ist auch möglich und auch denkbar, dass sich der Wissenschaftsbetrieb ein Stück weit ändert und auf die zukommt. Ja. Weil es ist nicht so, wie man es vielleicht gerne nach außen hinstellt, das muss alles so sein, nein, und funktional begründet. Da ist ein ordentlicher Anteil eben auch... Aber ich würde da wirklich gern... Ein Gedanke dazu ist mir wieder eingefallen. Nämlich, und zwar ist es so, da haben wir uns nämlich tatsächlich schon mal drüber unterhalten. Es ist so, wenn du mit Leuten sprichst, die jetzt so sehr konservativ eingestellt sind und du sagst, möchtest ein neues Schulsystem haben, dann sagen die, legitimier doch mir erst einmal, warum das so sein soll. Mhm. Also warum soll der Staat da eingreifen? Also oft ist es doch Staat, halt dich raus und greif mich ein. Das ist eine ziemlich liberale Grundposition. Ich gehe mal vom Liberalen jetzt aus. Soziologen kommen aber nicht umhin zu sagen, der Nicht-Eingriff des Staates ist eine Illusion, weil er das, wie es jetzt läuft, den Status quo, mit sehr viel Energie aktiv schon betreiben muss. Also, was jetzt der Status quo ist, schon ein aktives Tun. Genau. Das Reproduzieren. Ich will noch schnell sein. Das aktive Tun. Und die Philosophen, die Konservativen, sagen dann, bringe jetzt Rechtfertigung für den Eingriff, dass du das System jetzt änderst. Soziologen müssten dann, weil sowohl das Beibehalten als auch das Umstrukturieren ist ein aktiver Akt, müssen fordern, dass auch für das Aktive, also für das Beibehalten eine Legitimation gefordert werden kann. Und da wird auf Basis unserer kulturellen Selbstverständnis, glaube ich, auch von Konservativen, was sie unter Gerechtigkeit und so verstehen, wird es sehr schwierig, viele Sachen als so wollen wir sie haben, zu rechtfertigen. Aber nein, ist es überhaupt nicht. Was? Unterhalte dich doch mal. Das kommt immer ein Argument, was total rassistisch ist, aber schamlos kommt es daher. Was denn? Naja, also ich sag mal, von denen, die nicht ganz unten sind, sozusagen deren Kinder nicht in der Hauptschule sind, die sagen, naja, dann wird mein schlaues Kind in seine Lernchancen von den dummen Kindern gehindert. Und die ihre Kinder in der Hauptschule haben, die sagen sich, naja, es gibt halt welche zusammen, die sind gescheiter, die haben halt mehr im Kopf, da gehören wir aber nicht dazu. Und dann ist schon besser, wir sind unter uns. Die reproduzieren auch nur das, was sie halt... Gut, das lässt sich aber nicht im öffentlichen Diskurs verkaufen an die Massen. Da ist es... das schon zu häufig gesehen. Argument wird halt oft verklausuliert dann. Also es wird halt nicht gesagt, mein schlaues Kind muss mit den dummen Kindern, sondern da werden halt andere Worte benutzt. Ja, aber im Kern ist es das. Ne? Ja, genau. Aber, ja. Aber das ist sehr leicht. Also mir geht es nochmal um den Punkt, da ich das bei einem uns bekannten Philosophen im Streitgespräch nämlich hatte, dass es mir als Soziologen völlig befremdlich war, dass jemand glaubt, der Status quo wäre dadurch erreicht, dass der Staat sich raushält. Er ist ja nur durch Verwaltungsstrukturen, wir sitzen ja in der Verwaltung, was denkst du, was hier für Papiere hin und her laufen, dass der Status quo... Aber da muss ich jetzt kurz einhaken, weil das ist ja auch das Beliebte, also das ist, ich glaube, viele der sogenannten, also die sich selbst als liberal bezeichnen würden, Positionen basieren auf einem ganz ähnlichen Syndrom, und zwar der kategorischen Ablehnung, dass es so etwas wie das Soziale gibt. Denn darauf basiert das nämlich, die Annahme, dass der Status quo eben nicht herbeigeführt ist durch aktives Handeln des Staates, sondern dass der urwüchsig ist sozusagen und dass das ein Eingreifen des Staates diesen Status quo, also das ist dann basiert sozusagen auf einer sozialen Blindheit. Biologisierung. Genau. Vor allem Individualisierung. Also ich kenne ja, also die, mit denen ich mich unterhalten habe, sind jetzt nicht so viele, aber die wirklich ganz radikale Liberale waren. Ja. Oder sagen wir ganz radikale Wirtschaftsliberale, muss man eher sagen. Ne? Die
halten aber auf der anderen Seite das Individuum ganz stark. Also die sagen, das Individuum ist der Wert und das, also der Individualismus ist dann so stark, dass der völlig ignoriert, wo wie er entsteht. Ja, ja, genau. Also dieser, das, ich finde, das ist nämlich diese Kehrseite durch die Leugnung des Sozialen an sich, wird diese Ebene halt umso wirkungsmächtiger und kann umso mehr Zwang ausüben, weil sie eben nicht mehr kontrollierbar ist. Wenn man so, ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen so eine Bourdieu'sche Position, der ja überraschenderweise vielleicht auch nichts gegen Bourdieu, immer auch eine, also er war nicht gegen den Staat als solches, weil das, ich glaube, so, wenn ich mich richtig erinnere, hat Bourdieu immer gesagt oder geschrieben, dass eben der Staat halt, er muss auch richtig organisiert sein, weil der Staat die Möglichkeit ist, gelenkt in die Soziale einzugehen, um das zu formen, um es eben nicht als Naturgewalt daherkommen zu lassen, sondern dass man sich diesem Zwang nicht beugen muss. Deswegen ein starker Staat notwendig ist, um zum Beispiel vor den Zwängen, die vom wirtschaftlichen System ausgeübt werden, um das unter Kontrolle zu kriegen, weil das Wirtschaftssystem natürlich halt mehr oder weniger blind agiert, soziale Kräfte da relativ roh walten, und dass der Staat halt dann nämlich genau da eingreifen muss, um das halt so zu gestalten, wie es die Menschen wollen. Also eigentlich die Freiheit auf dem Staat liegt. Das wirft natürlich immer die Frage auf, wie muss der Staat organisiert sein, um das zu realisieren und so weiter und so weiter. Aber der Markt, so wie er ist, ist ja schon vom Staat geschaffen durch ganz viele Reglemente. Also der Kapitalismus, ja, den Kapitalismus gäbe es nicht ohne Staaten, also weil der Kapitalismus musste durch den Staat eingeführt werden. Markt setzt Eigentum voraus. So, und die Sicherung von Eigentum ist so stark staatlich. Die Herstellung von Eigentum ist. Und eigentlich auch, dass nicht das Recht des Stärkeren im wirklich natürlich biologischen Sinne so. Ja. Manchmal sollte man, gibt ja so kleine Kapitalisten, die sollten vielleicht mal von einem großen Bauarbeiter verprügelt werden und dann greift nicht der starke Staat ein, weil das will er ja nicht so. Ja, aber ich glaube, genau das steckt hinter diesen ganzen Argumentationen immer dahinter. Also es ist also die Systematik hinter diesen Positionen, und das findet man grundsätzlich, glaube ich, auf vielen Feldern, ist die grundsätzliche Ablehnung, dass es das Soziale gibt. Durchgängig. Aber das ist bei ganz vielen Positionen die Grundlage. Ja. Wenn ich mich nämlich an euer Gespräch über Gender zurückerinnere, die Position, die oft gegen sowas geführt wird, ist dann, die basiert nämlich auch stark darauf, dass man genau, also die Sozialität und den Zwang, den Sozialität ausübt, dass man den ignoriert. Es gibt zum Beispiel dann dieses beliebte Argument, der Gender Pay Gap, also der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen, der mag liegen, wo er will. Ich weiß, dass da verschiedene Zahlen im Raum sind. Ich bin nicht so viel mehr drin, um jetzt eine Zahl als richtig zu nennen. Aber es besteht da wohl eine Zahl. Und es gab dann wohl irgendwie eine Untersuchung aus Schweden, meine ich, aber es kann auch ein anderes skandinavisches Land gewesen sein, dass das auch darauf basiert, dass zum Beispiel Frauen Berufe ergreifen, die einfach weniger bezahlt werden. Oder dass Frauen oft auch in Teilzeit arbeiten. Aber dazu zwingt die natürlich niemand. Also da steht niemand mit einer Waffe und sagt so, du wirst jetzt Friseurin oder Krankenschwester oder was wir jetzt als Klischee-Frauenberuf jetzt noch so aufführen können. So, das ist natürlich richtig, da wird niemand gezwungen. Aber es gibt natürlich soziale Mechanismen, wenn man so will, soziale Kräfte, die bestehen, die dazu führen, dass Frauen eben diese Entscheidung treffen. Das ist, glaube ich, und das ist die große Systematik, ist halt die Leugnung dieser Kräfte, was dazu führt, dass diese Kräfte umso ungehinderter walten können. Aber was natürlich auch für, glaube ich, auch so eine, wo auch dieser Widerwille herkommt, so eine Beleidigung darstellt für jemanden, der sich dieser liberalen Tradition zuordnet, dass das, was er als seine eigene Position, als sein eigenes Denken empfindet, natürlich sozial, ich sage nicht sozial determiniert oder sozial verursacht im Sinne einer strengen Kausalität, aber sozial geformt wird. Das heißt ja nicht, dass es sozial geformt, meine ich nicht in dem Sinne, dass es in eine spezifische Art und Weise, aber es ist nicht unabhängig von seinem sozialen Kontext. Und dass eine Entscheidung so oder so ausfällt, ist auch beeinflusst durch die soziale Geschichte. Und wenn es natürlich dann auch bei großen Gruppen halt systematische Entscheidungen auftreten, dann kann man
ja davon ausgehen, schon fast, dass da irgendeine Kraft im Hintergrund hält, die dazu führt, dass eine große Anzahl von Leuten Entscheidungen systematisch in einer Weise trifft und die andere Variante der Entscheidung so gering ausfällt, eben genau aus diesen Gründen. Der Individualismus, also das Individuum ist stark und deshalb ist es unabhängig von sozialen Kräften. Das ist ja erstmal eine Idee gewesen, die jetzt nicht schlecht ist. Also die kann man aus der Aufklärung. Und vorher warst du ja schon. Heute haben wir ausgeklärt. In dem Ständesystem, das war ja schon vorgegeben. Mhm. So der Gedanke, dass etwas vorgegeben ist, wie auch immer, wo immer die Vorgabe herkam, der war jetzt nicht schlecht. Und dann sagt man, nee, das ist frei und soll sich auch, und deshalb machen wir das ganz stark und deine Entscheidungsfreiheit. Daraus haben sie dann aber eine Wissenschaft gemacht. Also aus der Normativität haben sie gesagt, so weil das Individuum so eine starke Präsenz hat, müssen wir als andere auch aus der Wissenschaft ausblenden. Das ist in der Philosophie halt sehr, sehr häufig. Dazu, genau. Weil wenn dieser Individualismus, der sich hier hingegen ständig, das war ja dann eher eine politische Forderung, dass man sagt, das Individuum ist frei. Aber was ja diesen Positionen systematisch zugrunde liegt, ist ja eben die Naturalisierung dieser normativen Forderung, also dass aus der Forderung das Individuum soll frei sein, wurde, das Individuum ist frei. Aber um diese Forderung, das Individuum soll frei sein, unter den Bedingungen von sozialen Kräften, die wirken, zu verwirklichen, wäre es natürlich erstmal notwendig, diese ontologische Setzung, das Individuum ist frei, aufzuheben. Weil wenn man sagt, das Individuum ist frei, schließt man jeden Einfluss auf das Individuum aus, sprich die Einflüsse, die herrschen, sind per se gesichert. Ich muss euch jetzt mal widersprechen. Bitte. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das nicht miteinander zu mischen. Sozusagen sowas wie Individualisierung oder diesen Fokus und das andere sowas wie Naturalisierung. So. Naturalisierung, wenn wir mal so ins Mittelalter reingehen, dann war vorher. Das ist, wenn man sagt, okay, blaues Blut, Gott gegeben und so weiter, das ist auch Naturalisierung. Da braucht man noch gar nichts individualisieren. So. Und möglicherweise ist es vielleicht so, weil manchmal sagen wir auch Biologisierung, ich glaube, das ist eh was Neues mit der Stärken der Biologie als Wissenschaft, so dass man sich jetzt überlegt, naja, kleiner Kopf, wenig Hirn und was weiß ich so. Ne? Und naja, die einen müssen halt gefressen werden, so, weil das ist das Richtige. So, ne? Aber diese Individualisierung, das ist vollkommen unabhängig davon, hat damit gar nichts zu tun. Es kann eben sozusagen, die bringen die gleichen Akku, also diejenigen, die individualisieren, probieren auch zu biologisieren, zu naturalisieren, vollkommen, aber das sind unterschiedliche Dinge. Dieses mit dem, gerade soziologisch, ne, denke ich da vor allen Dingen um Beck und alle außenrum eben, die dann halt sagen, während, ich weiß gar nicht, ob so war, aber deren Darstellung ist ja so, früher hatte man immer den Schutz gehabt, okay, man ist halt Arbeiter und so weiter und hat das alles zusammen, ist das Kollektiv erstmal gepuffert worden. Man hat sich ein bisschen dahinter verstecken können. Aber wenn jetzt sozusagen, ja, jeder kämpft für sich selbst, weil viele solche Verbünde auch aufbrechen. Die gibt es nicht mehr. Gewerkschaften werden schwächer. Das ist das eine. Und das andere, dass man halt sagt, ja, eigentlich klar, jeder könnte Abitur machen und es liegt jetzt an jedem auch selbst, ob er es macht oder nicht. Ne? Ohne zu thematisieren, was ja mittlerweile endlich, ja recht spät auch evident in Deutschland geworden ist, dass es halt einfach Diskriminierung gibt in den Schulen, weshalb es dann eben ja gar nicht so möglich ist. Aber dann immer die Verantwortung sagt, ja, dafür bist du ganz alleine verantwortlich und Schichten gibt es nicht, Klassen gibt es nicht und es würde alles nicht wirken. Das ist Individualisierung. Ja. Ja, also Individualisierung als systematischer, als systematischer Effekt. Individualismus ist manchmal was anderes als Individualisierung. Ja, also in diesem soziologischen Sinne halt, ne, wie Beck das beispielsweise meint. Genau, das ist Individualisierung. Und ich sag mal so, wenn jetzt sozusagen, also angenommen ein Lehrer oder sonst wer sagt, ja, da bist du selber dran schuld, so, ne? Hast keinen Schulabschluss, alles deine Schuld. Und wenn man hinschaut, hat er kaum eine Chance gehabt auf einen Schulabschluss oder ein Abitur. Und wenn jetzt noch jemand
jemand hinkommt und sagt, ja, das hat vielleicht was mit deinem Gehirn, weil es gibt halt Dumme und es gibt die Schlauen, so, ne? Ja. Und das ist biologisch, ne? Dann musst du dich halt jetzt auch fügen, so, ne? Das entlastet. Das, ja, du bist ein Stück weit entlasten, auf jeden Fall, das wäre Biologisierung oder von mir aus auch Naturalisierung, je nachdem, wie man es haben möchte. So, und ich sag mal, das eine ist ja so, da wird es halt schnell rassistisch, faschistisch oder wie auch immer, so, wenn man anfängt, es zu biologisieren oder zu naturalisieren, während das andere, ich meine, das ist schon auch eine ganz schön fiese Geschichte, aber ja, da gebe ich dir recht, das ist nochmal, finde ich wichtig, dass man auf jeden Fall diese Differenzierung nochmal macht, die hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm, weil es ja schon unterschiedliche Punkte sind, ob man sagt, okay, du bist aufgrund deiner charakterlichen Schwäche, wirst du ein schlechtes Leben haben, also ja. Ne, ist ja so, also ist also die Bildungsinstitutionen als zentrale Organ ja. der Lebenschancenzuweisung, könnte man sagen, okay, du hast dich nicht genug angestrengt, du hast deine Zeit lieber mit was anderes, das waren Entscheidungen, die du getroffen genau. hast ja. und hättest du einen besseren Charakter, hättest du halt diese, jetzt leb mit deinen Entscheidungen. Ja. Und das andere ist ja, okay, du konntest nie anders, weil du einfach dumm bist. Ja. Dir fehlen die Anlagen dazu. Ja. Also du kannst dich dazu entscheiden, ganz viel zu lernen, aber du kannst es nicht verstehen, weil du halt nicht die entsprechenden intellektuellen Kapazitäten aufweist dafür. Das aber ist dann natürlich ist der gute schon Charakter, sich ja. zu fügen. Das bleibt dann auch wieder den guten oder schlechten Charakter. Wenn er sich nicht fügt, wenn er sagt, nö, ich bin dumm und will Präsident werden. Na gut, das geht heute auch, aber wenn er sagt, ich will... dann musst du auswandern, mein Junge. aber das ist noch ein interessanter Aspekt, den ich jetzt vielleicht, der vielleicht auch noch diesen Positionen zugrunde nimmt. Ich möchte es mal so eine Halbrationalisierung nennen. Weil diese Halbrationalisierung dann nämlich genau darauf basiert, dass man, wenn man... Also ich würde in den Komplex der Rationalisierung, würde ich sagen, hat die Wissenschaft eine zentrale Stellung, weil die sozusagen als der Produzent von Wahrheit so die Fundament für rationales Verhalten bildet, würde man, glaube ich, auch so ansehen. Dass aber eine Verengung auf einen kleinen Bereich von wissenschaftlichen Erkenntnissen vorangeht, nämlich und dadurch dann halt so diese Naturalisierung. Und es ist ja nicht so, als ob wir Menschen nicht irgendwelchen auch biologischen Zwängen unterliegen würden. Ne? Es gibt, wir haben unseren Hormonhaushalt und ich habe keine Ahnung von diesen biologischen Sachen, ne? Aber man merkt es ja auch darum, das ist mir irgendwie, scheint mir klar zu sein, obwohl ich keine Ahnung habe. Das könnte man ja als Indiz dafür sehen. Aber dass die anderen, das mag auch aufgrund der Neuheit halt diese, also dass man überhaupt erkannt hat, dass es so etwas wie die soziale Ebene gibt, dass die einfach, dass die nicht mit reinspielt. Und dem scheint ja dann so ein bisschen so die Erkenntnis zugrunde zu liegen, dieser ganzen Biologisierung, dass es eben nicht so ganz der völligen Willkür der Einzelperson in die Willkür der Einzelperson gestellt ist, was sie jetzt in ihrem Leben erreicht und eben was nicht. Mhm. Und aber die Zwänge, dass es wohl Zwänge geben muss. Und naja, wo können sie herkommen? Okay, da gibt es anscheinend nur die Biologie. Vielleicht nimmt man noch die Psychologie denn noch in Anschlag, die aber auch mir aus Laiensicht kommt sie einmal auch relativ biologistisch immer daher. Und dass diese Ausblendung dessen ganz problematisch wird, weil das natürlich einen sozialen Zwang in sich auch nochmal darstellt, der dann zusätzlich noch dazu kommt. Du kannst halt mit sozialem Zwang, mit dem auferlegten sozialen Zwang, kannst du niemanden knechten. Du kannst nicht sagen, dein sozialer Zwang ist so, tu was, also du kannst sagen, du bist ein schlechter Mensch, werd ein guter, kannst du nicht, willst du nicht, so. Du kannst sagen, du bist halt dumm geboren. Das sind ja, also du kannst jemandem was vorwerfen, du kannst nicht sagen, so, du bist in dem Milieu aufgewachsen, das fällt dir ein. Das ist halt die schwierigste Form, was zu erhalten. Manchmal. Aber ich glaube auch, was nämlich diesen ganzen Bereich von Zwängen, die auf Menschen oder sagen wir mal kräftenneutraler von Kräften, die auf Menschen wirken, weil ich auch der Überzeugung bin, dass man die Kräfte nicht ausschalten kann. Man kann vielleicht Kräfte formen und so weiter im sozialen Bereich, man kann sie nicht ausschalten. Das ist eine unsinnige Vorstellung. Meiner Ansicht nach. Dass das darauf beruht, wenn man sagt, okay, das ist jetzt biologisch verursacht, deine Unfähigkeit, Bildung zu erreichen, dann musst du das so hinnehmen. Wenn man sagt, aber das ist jetzt sozial verursacht, dass du keine Bildung akkumulieren kannst, dann
könnte es geändert werden. Und das ist natürlich, wenn man sich Machtstrukturen anguckt, ist es dann natürlich, also führt eine Biologisierung eher zu Stabilisierung bei, während eine Sozialisierung, wenn man das so will, dann eher zu Destabilisierung beitragen würde. Also wenn man halt Zwänge als veränderbar markiert oder Kräfte als veränderbar markiert, dann verursacht das ja irgendwie den Handlungszwang in einer Situation, die quasi per Konsens als ungerecht empfunden wird, den kann man legitimieren, wenn man darauf verweist, dass es halt biologisch ist, dann mag man es als ungerecht empfinden, es ist aber nun mal so. Ich kann auch als ungerecht empfinden, dass die Sonne scheint, das ändert, aber da sind mir halt die Hände gebunden, da kann ich nichts dran ändern. Aber da findet die Philosophie auch Wege mit Pareto-Verteilung und so. Ja, es muss das so geben, sonst fällt alles zusammen. Also wir müssen, arm und reich gibt's nun mal. Ja, ich will ja auch gar nicht sagen, das ist also... Leicht, dass sich Leute einigen. Man muss bloß alle fragen, wollt ihr das Gute? Und alle sagen ja, und schon ist der Einigungsprozess. Das war eins. Und das andere war, wo du gesagt hast, der eine beleidigt dich mit irgendwas, zum Beispiel mit Vollhonk oder irgendwie, und hast du nicht gesagt, weil dann hätten wir den Podcast auf explicit stellen müssen. Den habe ich nicht gesagt, okay. Eigentlich könnte man sich ja definitorisch einigen, dass die gar keine Beleidigung ist. Ja, das meine ich. Na, das ist ja Schuh, also ein das ist ja praktisch ein Polierer, weil es ist ja Schuhpolitur, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ach so, dann brauchen wir es gar nicht auf explicit bei Schuhpolitur. Ja, aber das ist ja der Punkt. Na, das hängt ja gar nicht von der festgeschriebenen Bedeutung, die man sich auch in einem Gespräch ja definieren kann, ab, sondern von der wie wird angeschlossen. Es hilft ja nicht, wenn ich noch so drauf insistiere, dass irgendwas das und das bedeutet, wenn ich nicht daran anschließe, als ob es diese Bedeutung in sich tragen würde oder symbolisieren würde. Am besten verzichten wir jetzt auf diesen Exkurs zu irgendwie so Symbol, was ein Symbol ist und so weiter. Das Manifest, also die Bedeutung, man kann halt viel definieren, aber die Bedeutung... Ja, aber zeigt sich das im Gebrauch. Und das ist jetzt der Punkt. Nur spiegelverkehrt. Ja. Nämlich nicht als Beleidigung, sondern sozusagen als Kompliment. Kompliment oder als etwas Erstrebenswertes. Du kannst dich ja noch an Alexander erinnern. Ja. Und mit dem habe ich in der Hinsicht auch viel Probleme per E-Mail. Wir zoffen uns momentan so stark, dass ich nicht weiß, ob unsere Freundschaft das übersteht. Und das, obwohl niemand dem anderen vorwirft, ein Nazi zu sein. Das muss ja schon was sein. Und ist nochmal virulent geworden für mich bei einer Radiosendung, Philosophische Radio, kennst du vielleicht? Ja. Da war einer. Mein Gott, man muss jetzt sagen, es ist schon irgendwo ein Klischee, dass wir beide diese Radiosendung kennen. Ja, stimmt. Und da war eine Sendung zur Autonomie des Individuums. Und da war eine Philosophin, der Namen ich jetzt nicht parat habe, die ging in ihrem Buch der Frage nach, ist der Mensch autonom? Ja. Und die wollte eine Gegenposition aufbauen, weil viele Philosophen und auch Neurologen so diesen neuen Strang gehen, wir sind nicht autonom. Da wird dieses Experiment aufgeführt, dass wir im Hirn schon messen können, die Erregungsmuster. Und soweit ich weiß, wurde dieses Experiment aber halt in Bezug auf seine Autonomieeingrenzung widerlegt. Ne? Ja, einmal argumentativ widerlegt, einmal experimentell. Argumentativ habe ich es im Kopf, da ging es darum, du kannst ja, wenn du dich für was autonom entscheidest, zum Beispiel dafür, dass du jetzt einen Kuchen oder dir einen Kaffee kochst, musst du eine Kaffeemaschine haben, sonst kannst du wirst du diese Entscheidung nicht treffen. Und diese Erregungsmuster, die gefunden haben, ist das Bewegungspotenzial, dass du in das Gehirn weiß durch die Erregungsmuster, ich bin jetzt in der Lage, den Finger zu heben, also entscheide ich mich, kann ich mich jetzt autonom entscheiden, den Finger zu heben. Genau, das war ja, aber das ist ja auch der empirische Widerleg. Ne? Ach so, also das ist dann, nee, ich habe es nochmal in Erinnerung, dass einfach andere Experimente zu anderen Ergebnissen gekommen sind, einfach methodisch. Ach so, okay. Ne? Und so, gut, geschenkt, ne? Es gibt diesen Strang. Okay, wir sind ja auch gar nicht nur in der Materie drin, wir konstatieren einfach, dass es diesen Strang gibt, der sich, es gibt, so. Der auch relevant ist. Ja, und das, worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass diese Argumentation dieser Philosophin. Und
sie argumentiert dagegen, der Mensch ist autonom, weil, und jetzt kommt, ja, ich verstehe unter Autonomie ja etwas anderes. Weißt du, das ist das, wo ich mich frage, wieso am Begriff festhalten? Also man hätte ja auch sagen können, gut, wir sind nicht autonom, aber es gibt noch andere Zustände und auf die beziehe ich mich. Nein, es ist der Kampf um die Deutungsmacht des Begriffs Autonomie, worum es hier geht. Ja, weil der Begriff ist, gerade Autonomie ist halt, ist genauso wie Individualität, ist ein mächtiger Begriff. Wer diesen Begriff anbringen kann, der kann halt, also der Begriff ist ja unabhängig. Ich meine, wer steckt schon in diesen philosophischen Debatten drin, um den... Was letztendlich ankommt, ist genauso wie mit dem zum Beispiel ähnlich aufgeladenen Begriffe Freiheit, Gerechtigkeit und so weiter. Das genau ja alles, das Gleiche. Das sind ja alles hohle Phrasen. Ne? Deshalb meine ich, der wollte ja das Gute. Ja, ne? Genau. Ja, wir wollen das Gute. Mal gucken, ob der, wann das hier Ganze kommt. Aber es stehen ja auch Bundestagswahlen an. Mhm. Also worüber sich alle Parteien einigen können, ist ja schon, dass sie Gerechtigkeit wollen und das Gute. Und Freiheit wollen sie auch und Sicherheit wollen sie auch alle. Ja. Aber das sind Begriffe, die durch ihre Verwendung erstmal positiv sind. Niemand wird an Freiheit, an Gerechtigkeit wieder negativ dran anknüpfen. Nicht? Außer man fängt an, ja, aber die Gerechtigkeit, dann fängt normalerweise... Oder man weiß, was bestimmte Leute unter Freiheit verstehen. Aber dann fängt das normalerweise immer damit an, in der Art, naja, wenn Gerechtigkeit das und das bedeutet, dann will ich sie nicht. Ja, das wäre das richtige Vorgehen, aus meiner Sicht, in einem Diskurs. Aber hier hat diese Philosophin das autonome Ideal sozusagen schon vor die Analyse gesetzt. Also ich will autonom sein, also stricke ich den Begriff um. Und das ist für mich untragbar. Das schmerzt mich, wenn ich sowas... Aber das wollte ich auch sagen also normalerweise Gerechtigkeit, Freiheit und so weiter, das sind ja hohle Phrasen. Ne? Also Freiheit... Wir verstehen uns halt da frei, deswegen bedeutet Freiheit irgendwas. Das wäre halt eine Aufgabe für die Sozialwissenschaften, denn halt überhaupt mal zu gucken, weil es in ihren Gegenstandsbereich wird, was ist die Bedeutung von Begriffen. Wenn man mal schaut, dann müssen wir halt größere Studien erlegen, wie werden diese Begriffe benutzt in den Alltagsgesprächen, ohne dass sie groß reflektiert werden. Und was manifestiert sich für eine Bedeutung in ihnen? Ja. Also das kann man aber so wie Alexander, den müssen wir mal einladen, der geht mit so einer ontologischen Art. Was bedeutet der Begriff in sich? Ne? Aber das ist, also ich finde, die Perspektive kann man natürlich machen. Und im Prinzip wird diese Perspektive ja gerade im Zusammenspiel interessant. Dass man sagt, naja, man könnte ja zum Beispiel Leute fragen. Na, also das wird normalerweise nicht gemacht, sondern die Begriffe wie Freiheit, Gerechtigkeit und so weiter, die werden genauso Demokratie, sind auch so Begriffe, die einfach eigentlich normative Lehrformeln sind. Und wer es schafft, die für sich zu in Anspruch zu nehmen, der kann halt auch alles damit transportieren. Also, weil die Begriffe den Wert darstellen. Und das ist auch... Das wird ein interessanter Vergleich, wenn man dann mal fragen würde, also nach der expliziten Definition verlangen würde, okay, dieser Begriff, was verstehst du darunter? Und dann guckt, ob bei den, also wenn man dann über die große Zahl denn diese Erhebung macht, ob das, was allgemein, was normal, was durchschnittlich mit Freiheit gemeint wird, ob das mit dem übereinstimmt, wie Freiheit, wenn man nicht nach der expliziten, also ob die explizite Bedeutung mit der impliziten übereinstimmt. Weil ich glaube, und die These, die will ich hier ganz offensiv mal formulieren, ich glaube nämlich, dass für Kommunikation, also ich weiß, dass es diese Differenzierung innerhalb der Linguistik gibt. Ich weiß nicht, ob dazu gestritten wird, aber es gibt ja von Begriffen die Bedeutung von Begriffen, Intention und Extension. Mhm. Na, also bedeutet ein Begriff im Prinzip die Dinge, die er umfasst. Ich stemme auf Pause und wir gehen an einen anderen Tisch. Mal, was die Merkmale davon sind. Und zu wissen, was der Begriff bedeutet. Genau, und ich glaube, dass für die Verwendung beides eine Rolle spielt, weil für die meisten Begriffe haben die Leute schon eine Vorstellung, also meistens jedenfalls für die sie verwenden, eine Vorstellung, was sie bedeuten. Und die normative Aufladung
leitet sich dann oft auch daraus ab. Aber das muss nicht zwangsläufig irgendwas mit der extensionalen Bedeutung des Begriffes, also wie, auf was wir da verwandt zu tun haben. Aber für das, worauf er verwandt wird, hängt ganz stark von der Intention ab. Also die extensionale Benutzung hängt von der Intention ab. Wahrscheinlich werden jetzt Linguisten mich aufgrund dieser Begriffe, die ich benutze, halt steinigen, weil sie völlig falsch benutze. Aber ich hoffe, ich habe es soweit klar gemacht, dass es zumindest deutlich wird, was ich damit meine. Und dann ist halt klar, irgendwie Demokratie zum Beispiel. Demokratie ist mir schon zu konkret. Demokratie, Freiheit, ja. Gerechtigkeit. So, sagen wir mal Freiheit oder Freiheit und Gerechtigkeit. Philosophisch, glaube ich, ist man da auf dem Stand, als eine geht nicht ohne dem anderen, was man schon vor 300 Jahren so sagte. Also nehmen wir nochmal einen Begriff, Gerechtigkeit. Wir können uns beide darauf einigen, dass wir Gerechtigkeit wollen. Ja. Also keiner wird sagen, in einer Gruppe, wenn wir sagen, wir wollen Staat gründen, was wäre das eine wichtige Sache, wäre Gerechtigkeit? Na gut, manche würden sagen, nö, wir wollen keine Gerechtigkeit, aber in der Regel will jeder Gerechtigkeit. Ja. Und dann fragst du sie und dann kommen konträre Sachen, die nicht vereinbar sind. Aber dann frage ich mich, wie kann man dann hingehen und sagen, wie kann man sich, also wie funktioniert das, dass man sich einigt, dass man einen Begriff will, von dem man weiß, dass die anderen ihn ganz anders verstehen. Also dann müsste man doch sagen, das und das, wenn ihr das unter Gerechtigkeit versteht, möchte ich kein gerechter Mensch sein. Das wäre doch, aber da geht es um die Deutungshoheit des Begriffes. Das heißt, man hängt am Begriff. Und da möchte ich jetzt einen Schelter allen Gerechtigkeits- und Freiheitsfanatikern geben, die immer wieder sagen, Freiheit, Gerechtigkeit, ich möchte das jetzt schelten, weil ich sage, worauf die sich eigentlich beziehen angesichts der Tatsache, dass ganz viele Sachen ist unterschiedlich. Zustimmungspotenzial. Ist das Zustimmungspotenzial. Ja. Die wollen, also sie sind so die wollen der King sein, weil die wissen, jeder findet das gut, Freiheit und Gerechtigkeit, und ich möchte, dass die mich gut finden, denn inhaltlich kann es überhaupt keine Erklärung dafür geben. Wenn wir sagen, wir wollen, möchtest du auch blablabla bla, bla, zum Essen, dann würdest du mich fragen, wie, ob mir das schmeckt, weiß ich gar nicht. Können wir ja sagen, ne? Also was auf jeden Fall alle wollen, ist das Gute. Ja. Das ist ja praktisch, es ist ja quasi die Definition des Guten, wird. Oder? Und darauf können sich mal alle einigen. Ne? Aber das ist ja Quatsch. Wir können uns darauf einigen, dass wir beide gutes Essen haben möchten. Ja, aber das ist und ja... Denn so wie es benutzt wird, dann müsste ja sein, okay, dann ist ja egal, wer von uns bestellt, wir wollen ja beides gutes Essen. Aber wie nennt man das? Irgendwie Tautologie oder so? Ich weiß gar nicht, wie der Begriff dafür heißt. Du hast eben gesagt, das Gute wird dadurch ja definiert, dass es gewollt wird. Und jetzt fragst du, was wollt ihr? Ja, das Gute. Ja. Also das ist ja blöd. Blödsinn, danach zu fragen, ob man das gut... Ja. Aber es ist nicht Blödsinn, das als Beispiel anzuführen, denn das macht sehr gut deutlich, wir wollen etwas, von dem wir nicht wissen, ob wir es wollen, wenn wir es definiert haben. Ja. Ja, aber das ist ja, glaube ich, auch, also diese Reflexion passiert ja auch im Alltagsgebrauch gar nicht und auch außerhalb des Alltagsgebrauchs oft nicht. Also das ist doch auch, warum diese Begriffe als Potenzial so umkämpft sind. Ne? Also weil wenn ich es schaffe... Zustimmungspotenzial. Ja, aber darum geht's. Und es hilft ja nichts, wenn ich einfach hingehe und sage und irgendwas mache oder nachher sage, ja gut, das habe ich jetzt gemacht, weil das gerecht war. Und dann sagen alle, ja gut, wenn das gerecht war, dann so. Dann würden sie dann einfach sagen, wenn das was Abweichendes ist, würden sie sagen, nein, da irrst du dich, das war nicht gerecht. So. Mhm. Deswegen ist ja im Prinzip das Ziel, wenn ich dieses Zustimmungspotenzial für mich mobilisieren will, ist es ja das Ziel, dass ich im Prinzip die Praxis in einem Prozess hinkriege, dass die Praxis eines Begriffs sich so ändert, dass er anfängt, das zu tragen, was ich darunter verstehen möchte. Und das kann ich ja nicht qua Setzung, kann ich das ja nicht autoritär durchsetzen. Ne? Sondern das ist ja das, worum dann diese gesellschaftlichen Auseinandersetzungen stattfinden. Also bei der philosophischen im Radio hätte man ja jetzt fragen können, wenn sie so einen neuen Begriff von Autonomie, so, also der wird ja irgendwie verwandt und in der Verwendung gibt es Probleme mit der Autonomie, weil die Empirie kommt und sagt, naja, wenn ihr den so verwendet, wie ihr ihn bisher verwendet habt,
dann müssen wir sagen, ist der Mensch nicht autonom, sagt der eine Strang. So. Ja. Und da müsste man jetzt erstmal gucken, hat der auch die richtigen Methoden und so weiter. Aber da kann man nicht argumentativ rangehen. Ne? Und trotzdem bleibt man, da hätte man ja auch sagen können, okay, dann ist der Mensch nicht autonom, wir erfinden einen neuen Begriff. Für diese Art von Willensbekundung und Willenshandlung finden wir einen neuen Begriff, wird nicht gemacht. Ich möchte wieder versuchen, halt eine Gegenposition irgendwie zu beziehen. Wenn in diesem einen Strang, der sagt, okay, wir haben jetzt hier Autonomie begriffen und wir haben empirische Forschung durchgeführt und gesagt, okay, der Mensch ist dann halt nicht autonom. Man kann ja hingehen und sagen, okay, gibt es noch eine Ebene dahinter, aus dem die ableitet, das und das stelle ich fest und wenn oder das und das überprüfen, wenn das nicht vorliegt, ist das keine Autonomie. Also schiebt ihr da der Autonomie nicht noch einen Begriff unter? Ah, okay, ja, das könnte soll. Man machen. Ja. Und dann kann ich fragen, okay, aber was ihr da formuliert habt, lässt sich aus dem noch abstrakteren Prinzip, auf das ihr euch beruft, gar nicht ableiten. Da ist dann wären wir auf der rationalen Ebene. Weg das, von der empirischen auf die rationale Ebene. Lassen, ja. Dann würde ich das legitim finden. Ja, hat sie nicht so gemacht, soweit ich es in Erinnerung habe. Die hat einfach, sie versteht was anderes drunter. So könnte ich mir das vorstellen, wie man es legitim machen kann. Mhm. Ne? Also wenn ich dann sage, ja, gerecht ist, wenn alle das Gleiche für eine Sache bezahlen müssen. Okay, gut, ja, das ist ein Zweig der Gerechtigkeit. Das ist ja mein Beispiel. Ich will jetzt keine Theoriedebatte aufmachen. Ja, gut. Also ein Beispiel, so wird es verwendet von manchen. Dann leite ich daraus ab, okay, ich gucke jetzt aber, es gibt zum Beispiel, es gibt zum Beispiel verschiedene, für die gleiche Sache gibt es verschiedene Tarife. Das ist ungerecht. So, und dann kann ich feststellen, das, was ihr da habt, das ist nicht gerecht. Und dann könnte ich legitim sagen, Moment mal. Die abstrakte Definition gerecht ist, wenn alle für das Gleiche bezahlen, die bleibt. Aber ich sage dir, das, was du daraus abgeleitet hast, das kann man ja so gar nicht machen. Denn das Gleiche bezahlen heißt ja nicht, es ist nicht legitim anzunehmen oder es ist nicht rational anzunehmen, das Gleiche zu bezahlen bedeutet, okay, ich lege den gleichen Betrag hin. Weil wenn ich viel Vermögen habe, ist der Wert eines bestimmten Geldbetrages viel weniger wert, als wenn ich wenig Vermögen zur Verfügung habe. Also würde das Gleiche bezahlen bedeuten, dass meine Prosperität berücksichtigt wird, um danach den Preis festzulegen, damit auch alle wirklich das Gleiche bezahlen. Und wäre ich bei dem gleichen Gerechtigkeitsbegriff geblieben, bloß ich hätte, sage ich mal, die Ausprägung dessen hätte ich aufgrund einer darüberliegenden abstrakteren Ebene, hätte ich deine Ableitung der Gründe angegriffen. Und das fände ich legitim. Ja, so fände ich das auch legitim, wenn ich dir dazu folgen konnte. Aber so einfach, wie ich es öfters erlebe, das dann kommt, das finde ich jetzt nicht gerecht, weil ich verstehe unter Gerechtigkeit was anderes. Das finde ich nicht autonom, weil ich verstehe darunter was anderes. Zum Beispiel mit Alexander hatte ich diesen Twist. Also es gibt ja verschiedene Arten der Gleichheit. Mhm. Also philosophisch unterscheidet man zum Beispiel die Chancengleichheit von der Wahrscheinlichkeitsgleichheit. Also die gleiche Chance hast du, wenn du irgendwie auch jeder in der Lage ist, unabhängig von sein. Nur eine kleine Pointe dazu, denn war im Prinzip, denn gab es noch nie Gesellschaften ohne Chancengleichheit. Ja. Ohne Chancengleichheit ist zum Beispiel, wenn du hast den Kuchen auf dem Tisch in 2 Meter Höhe und der Zwerg und der Riese, die haben beide die Chance, dran zu kommen. Mhm. Der Zwerg halt mit Leiter, der Riese einfach so. Das ist Chancengleichheit. Wahrscheinlichkeitsgleichheit ist, wenn du nachrechnest, wie viele Zwerge haben es geschafft, an den Kuchen zu kommen und wie viele Riesen, es sind gleich. So, und da kommt Alexander auf einmal mit, naja gut, also ich bin für Chancengleichheit, also das präferiere ich, aber warum, wieso, weshalb? Da wird dann einfach gesagt, ich verstehe darunter was anderes. Ja, ich würde zum Beispiel da vermuten, dass die Extension des Begriffes, so wie ich sie verwende, nicht wie sie vielleicht professionell verwendet wird, weil diesen Begriff habe ich gerade nicht zur Verfügung, aber da würde ich zum Beispiel behaupten, dass die wahrscheinlich auch der Chancengleichheit im Allgemeinen, der so gebraucht wird, als ob er Wahrscheinlichkeitsgleichheit denn nach diesem Begriffsgebrauch benutzt wäre. Weil sonst ist ja auch eine Gesellschaft mit Chancengleichheit ein albernes Ziel, beziehungsweise es ist ja gar kein Ziel, weil eine Gesellschaft ohne Chancengleichheit ist gar nicht denkbar. Weil eine hypothetische Chance
jeder hat eine wirkliche Chance. So ist es aber jetzt auch nicht gemeint. So klein ist. In der Sklaverei. Bauern konnten geadelt werden, ja, Sklaven konnten, und zwar, es kann immer Umstände passieren, ja, gut, die dazu führen. Da müssen wir jetzt mal gucken. Die Wahrscheinlichkeit kann so gering sein, aber für den Begriff der Chancengleichheit wird es immer... Nicht durch falsche Wiedergabe klein machen. Es gibt diese beiden Begriffe und da müssen wir mal gucken nochmal genau, wie die unterschieden werden. Aber du hast natürlich recht, wenn das die Erklärung ist, die kleinste Chance habe ich immer. Die einzige Chance wäre vielleicht, ich kann sehr schwer wenn ich biologische Attribute habe, die mir fehlen, sind die unter Umständen, weil die Medizin nicht so weit ist, nicht. Ja. Also da habe ich ein Handicap unter Umständen, dass ich nicht, also ja, als Rollifahrer zum Beispiel, habe ich keine Chancengleichheit, nicht wirklich Chancengleichheit, wenn das nicht barrierefrei gebaut ist. Mhm. Man kann natürlich sagen, na gut, aber du könntest dir, ein Millionär könnte sich einen eigenen Kran kaufen oder ein eigenes Haus bauen. Ne? Ja. Das wird dann aber nicht mehr darunter verstanden. Das ja, aber weil könnte ja tatsächlich sein, wenn man dann sagt, okay, der Rollstuhl, dieser Mensch, der im Rollstuhl sitzt, der kann sich aber keinen Kran kaufen, aber es gibt ja die Chance, dass er im Lotto gewinnt. Ganz streng genommen. Im Prinzip stimmt, ist jede Gesellschaft, in der es eine Lotterie gibt, hat die Chancengleichheit verwirklicht. Lotterie hat die Chancen. Das war der Sovi-Stammtisch. Es unterhielten sich Dominik, Dr. Nils, René und Thomas.